danach sagt er in der nächsten Vers, ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Kha'inat al-a'yun bedeutet, wenn man versucht, Blicke zu, yani, Blicke auf etwas zu richten, ohne dabei erkannt zu werden. Mesh. Und das nennt man kha'inat al-a'yun. Und danach sagt Allah Ta'ala, wa ma tukhfi as-sudur. Und die Ahlul Ilm sagen, hierin ist eine Anspielung darauf, dass hierin ist eine Anspielung auf die kleinen Sünden. Eine Anspielung auf die kleinen, feineren Sünden. Mit kleinen Sünden kann man zwei Dinge meinen. Klein im Sinne der Schwere des Verbrechens. Aber auch klein im Sinne davon, dass es unerkenntliche Sünden sind. Kleine Sünden, die sieht nicht jeder, die kann man verstecken, verbergen. Allah Ta'ala spricht hier von dem, von zwei Dingen. Einmal die Sünden der Augen. Richtig? Kha'inat al-A'yun, das sind die Sünden der Augen. Die Augen. Die Augen sind die Handlungen, die der Mensch mit den Augen macht, können unentdeckt bleiben. Richtig? Wer weiß denn, wenn jetzt jemand hinter mir ist, was ich gerade mache, was ich mir anschaue. Und die zweite Sache ist das Herz, wa ma tukhfi as-sudur. Diese zwei Dinge werden zusammen genannt, weil die Handlungen subtil sind. Sie sind nicht so offenkundig und offenbar. Und die Ahlul Ilm sagen dann, dass hierin eine Anspielung darauf ist, dass wer die kleinen, diese feinen Sünden kennt, oder die feinen Handlungen kennt, müssen ja keine Sünden sein, der kennt auch das, was größer ist und was offensichtlicher ist. So?